Drei Tage Festivitäten in Bruck an der Mur. Murenschalk und das Brucker Stadtfest lockten wie jedes Jahr tausende Besucher nach Bruck. Na, wenn das Wetter mitspielt, dann sind es 40.000, die jedes Jahr an diesen drei Tagen in die Stadt Bruck kommen. Das ist schon etwas Besonderes, nämlich der Murenschalk allein, wo Straßenkünstlerinnen und Straßenkünstler aus der ganzen Welt sozusagen zu uns herkommen, an diesen beiden Tagen diesen Murenschalk mit uns feiern. Und der Höhepunkt wird das Stadtfest der Vereine sein. Und wenn man den Wettervorhersagen glauben will, dann wird es dieses Mal schön bleiben und dann ist wirklich ein grandioses Fest programmiert. Ich freue mich, dass zu Beginn dieser Veranstaltungsreihe schon so viele Menschen hierher gekommen sind und sie kommen aus der ganzen Steiermark und sie kommen aus den anderen Bundesländern her. Dieser Name bürgt für Qualität, dieses Straßenkünstlerfest, und wir werden drei Tage durchfeiern. Ich weiß das und ich kenne das natürlich jedes Jahr. Man soll ja bekanntlich die Feste feiern, wie sie fallen. Und so feierten nicht nur der Brucker Bürgermeister und die Besucher, sondern auch der City Manager, der um die Bedeutung dieses Festes Bescheid weiß. Murenschalk ist ein typisches Alleinstellungsmerkmal. Das gibt es eben in der ganzen Region, nur in Bruck an der Mur. Und Alleinstellungen sind eben was Besonderes. Und darum freuen wir uns also auf die nächsten drei Tage. Und das Stadtfest ist ja schon Tradition. Das gibt es ja schon, jetzt kann man sagen, seit Jahrzehnten. Und auch das ist Alleinstellung, weil wenn ein Fest so lange dauert, dann muss auch was dahinter stecken. Wenn Sie künsteln könnten oder Straßenkünstler sein würden, in welche Richtung würde das gehen bei Andreas Steininger? Purzelbaum und Stepptanz. Also nicht Stab hochsitzen und Zwergen weit werfen? So ist es. Maximal noch Stiefel weit werfen. Das ist der Walli. Walli, wo bist du? Walli kommt von einem Planeten. Welcher Planet? Von dem Planeten Snickers. Dream Snickers? Ja. Wie lange ist er schon hier? Seit 6 Monaten. Was wird er hier heute zum Besten geben? Er wird gleich im Kinderprogramm wird er mal was zeigen. Wir werden noch nicht alles überraschen, weil anders weiß er auch, was kommt. Nein, erkläre ich jetzt nicht. Ist er böse? Nee, er ist nicht böse, er ist sehr lieber. Das Spektakel war auch gleichzeitig der Höhepunkt des Murenschalk. Die Feuershow, die jung und alt in Bann zog. Murenschalk, ein Fest der Gaukler und Straßenkünstler in Bruck an der Mur, das wieder Tausende in die Kornmesserstadt brachte.